Apropos Zehnfinger-Suchsystem. Mal die Leute da draußen, die viel im Internet sind. Es gibt ja diese Angewohnheit, dass die meisten dann in Druckschrift schreiben, also jeden Buchstaben einzeln. Mache ich ja auch. Einfach wegen der Lesbarkeit. Kann eigentlich jemand von euch noch die klassische Schreibschrift, also so richtig aus dem FF? Würde mich mal interessieren. Wie schaut es eigentlich bei dir aus, Otto? Wann hast du eigentlich deinen letzten Brief mal geschrieben? Mit Schreibschrift, zum Beispiel an Rumi oder so. Ganz ehrlich, ich mache oftmals bei bestimmten Sachen so ein Misch aus beidem. Na? Ich kann tatsächlich beides schreiben. Das Problem ist, die viele Sachen, die ich jetzt noch per Hand schreibe, muss ich in Druckschrift schreiben, weil die Formulare wollen sie ja immer gerne in Druckschrift ausgefüllt haben. Stimmt. Also ganz ehrlich, du kannst, weißt, da steht zwar nicht explizit dabei bei vielen inzwischen, aber es ist trotzdem gern gesehen. Klar, weil das ja maschinell eingerichtet wird und sowas eingelesen wird. Ziemlich unspektakulär. Bin nun ich an der Reihe. Die meisten Formulare, die ich ausfülle, werden nicht maschinell bearbeitet. Okay. Die einzigen maschinell bearbeiteten Formulare, die ich ausfülle, sind Überweisungen. Okay. Nee, und der, die haben schon immer ihre Felder gehabt. Ja, das ist halt Urzeit. Das nee, haben sie schon gehabt, da waren es noch nicht mal, da war es noch nicht mal maschinell bearbeitet. Nee, aber wie gesagt, für all diejenigen, die meinen, boah, ich habe schon lange nichts mehr geschrieben, schreibt's doch mal schön handschriftlichen Brief an Omi, Opi, Mama, Papa, wie auch immer. Habe ich vor kurzem auch erstmal gemacht. Ich habe erstmal überlegen müssen, wie ging das noch? Weil Druckschrift hätte ich das locker flockig durchschreiben können. Aber ich wollte es in der Handschrift machen, so richtig schön mit Füller auf etwas dickerem Papier. Schaut übrigens edel aus. Wenn man so einen Brief hat und dann so auf dicker Papier in Handschrift. Das macht schon ein bisschen was her. Ich glaube, ich werde bei der nächsten Bewerbung mal so einen schriftlichen Lebenslauf machen. Also kein tabellarischen, sondern wirklich, ich habe gemacht, bin sowieso und bin einfach nur der Beste. Mal gucken, was rauskommt. Das finden die Leute garantiert mal sehr interessant. Ja. Vor allem, es gibt ja so Schriftexperten, wenn man denen das dann vorliest, ne, die können dann ja so viel in deine Person reininterpretieren. Um mein Profil zu schützen. Ach, glaube ich, glaube. Da gibt's einen Haufen Zeug. Ich glaube, das werde ich mal machen. Das ist eigentlich mal. Es kommt auf meine To-Do-Liste. Handschriftliche Bewerbung. Die werden dich wahrscheinlich eher für verrückt erklären, vor allem als Informatiker. Ja, das sowieso. Das denkt man, das fällt bestimmt auf, wenn du so ein handschriftliches Ding als Informatiker da abgibst. Das fällt heutzutage prinzipiell auf. Also, solltet ihr gerade einen Job suchen? Diesen IT-Versatz, den habe ich auch gar nicht gesehen. Fällt das sind Celadi. Sind bei dem mal einer Story begegnet? Der Story sind wir auch einem begegnet, ja. Okay. Celadi sind im Prinzip von Natur aus Händler. Die sind nur auf ihren Profit aus, also wirklich absolute Kapitalisten. Also die Amerikaner der Zukunftsgesellschaft. Ja. Nur, dass sie sich nicht mit Krieg durchsetzen. Das können sie nämlich nicht. Dessen sind so unfähig. Ja. Wie war das doch mal der Spruch? Gib mir eine Waffe, ich raub der Bank auf. Gib mir eine Bank, ich raub Geld aus. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, so werden die denken. Nur nee, halt das jetzt. Nicht. Wohlgemerkt, es gibt einen Abweichling. In der Welt der Celadi. Und der ist kein Kapitalist? Nein. Nicht so direkt. Sondern? Sagen wir so, er hat dadurch, dass er den Broker von seinem Bruder... naja, okay. Moment, man muss feststellen, zu der Zeit ist man noch ausgegangen, dass Celadi männlich sind. Ah, okay. Sie sind aber tatsächlich denen man normalerweise begegnet, sind tatsächlich alle weiblich. Also hat er den Broker von seiner Schwester sozusagen mal programmiert und den haben sie aus Versehen liegen lassen. Und dann hat der Geschäfte getätigt. Weil er den so gut programmiert, dass der
mehrere, ja, also Geldbeträge, wovon Firmen normalerweise träumen, hat der in Minuten erwirtschaftet. Okay. Also, ne? Also, weißt, er ist absolut ein Fähiger. Er ist sogar fähig, für Geschäfte richtig zu machen, ne? Das Problem war bloß, da er noch auf die Schule ging, gehört alles Geld, weil die ja in der Schule dazu erzogen werden, gilt alles Geld, was über ein bestimmtes Startkapital hinausging, was dieser Betrag leider tat, ne? Gehört dann, geht automatisch dann an die, wie heißt das so schön, an die, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er kriegt nur ein gewisses Startkapital, sobald er die Schule verlassen hat. Das heißt, alles andere Geld wäre quasi weg gewesen, ne? Und das wollte er verhindern und hat das alles einer wohltätigen Einrichtung gespendet. Ja, wenigstens was Sinnvolles gemacht. Ihm war es völlig egal, dass es nicht sein Geld ist. Das Geld gehört, aber haben es aber zumindest nicht, hat zumindest nicht die Gesellschaft der Teladi bekommen. Ne? Und darum ging es ihm. Finde ich sowieso schön, auch in der echten Welt, wenn Leute, die eigentlich nur arschreich sind, also wirklich stickreich sind, tatsächlich auch was von ihrem Geld abgeben. Zum Beispiel Bill Gates war früher voll der Hintern, sage ich jetzt einfach mal. Siehe Monopolrechtsstreit oder Kartellrechtsstreit in den USA. Wo da geht's echt ausgeflippt ist damals, weil er plötzlich Rede und Antwort stehen müsste, wegen Netscape Browser und Haubichblau. Dass der jetzt mit seiner Stiftung echt versucht, da zu helfen. Klar, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist so immer, aber. Ich find's halt einen schönen Gedanken. Das ist der reichste Mann der Welt. Oder ehemals reichste Mann der Welt. Ich weiß es jetzt gerade, die wechseln sich da mal oben ab ein bisschen. Sagt, ich hau mein Geld. Ich habe so viel Geld, ich kann das nie im Leben aufgeben, ich hau das für eine Stiftung raus. Oder was ich auch cool finde, vielleicht haben es ja die ein oder anderen mitgekriegt. Weil wir hatten ja für das Thema Open Source. Tesla, ein Automobilhersteller. Ja, ich erinnere mich. Ja, der hat gesagt, boah, Elektroautos, wir können sie zwar bauen, aber unsere Elektroautos allein würden nicht die Welt retten. Und davon abgesehen, wurde das eh gegen das Prinzip von Tesla verstoßen und noch ganz paar andere Gründe. Hat eben mal gesagt, alles was mit Elektroautos zu tun hat, Patente, gebe ich jetzt frei. Wenn das die Entwicklung fördert, gebe ich sie frei. Ich will kein Geld sehen, kein nichts. Die Firma bietet sogar anderen Elektroautoherstellern an, dass sie ihre Ladestation benutzen dürfen. Kostenlos, also die Fahrer von ihren Autos, weil das dürfen ja die Besitzer von Tesla-Autos auch. Mhm. Diese einzige Sache ist, dadurch werden die Autos teurer. Weil die Sache ist die, durch den Kauf des Autos ist der Strom quasi bereits bezahlt. Also so rechnen die. Also die rechnen quasi, naja, das Auto braucht in seiner Lebenszeit so und so viel. Also rechnen wir das und das auf die Kosten drauf. Ne? Oh, das habe ich auch gar nicht gewusst. Und danach darfst du kostenlos an Tesla-Tankstellen tanken. Gab es bei einem Beitrag bei Heise, dass er das getan hat. Ja, da stand dann nur noch die Frage drin, wie das jetzt natürlich aber mit den Patenten ist, die man dazu braucht, um an die Ladestation überhaupt kompatible Ladegeräte zu bauen. Ja, und einen Tag später hat er gesagt, leck mich am Arsch mit den Patenten, macht's wie er denkt. Das ist Hammer, oder? Ja, also ich muss sagen, echt einen großen Respekt an Tesla, dass das gemacht hat. Also ich bewundere solche Menschen. Ja. Das finde ich toll, dass man Dinge, die man entwirft oder ähnliches, dass man die einfach teilt, das Wissen einfach nur teilt. Nee, aber weil wir jetzt noch gerade beim Thema sind. Der CEO, das Staatsoberhaupt der Teladi, weil früher hat man ja noch in Völkern gedacht, hier denkt man ja schon in Unternehmen, ne? Weißt du, wie das Staatsoberhaupt der Teladi heißt? Der CEO von Teladi? Keine Ahnung. Das ist der CEO. Okay. Weil die Teladi ein großes Unternehmen quasi sind. Und jetzt kommt der nächste Witz. Rate mal, wer der Staatsoberhaupt ist. Keine Ahnung. Mark Zuckerberg? Die Großmutter von besagten Teladi, der sein Geld gespendet hat. Oh!
In den Teladis ist es auch so, mit den eigentlichen Eltern, weil die ja eierlegende Wesen sind, ne? Hat man nichts am Hut, aber mit den Großeltern. Ne? Mit denen hat man immer viel am Hut. Komme ich jetzt mal aus dem Highway hier raus? Ich sehe schon, du hast... ich stecke im Highway fest, top! Wow, ich bin raus. Und da ist es so, der fand die Sache sogar gut, ne? Aber trotzdem musste er gegen ihn vorgehen. Ne? Halt einfach nur, weil er noch das Regierungsohr überhaupt ist, ne? Und er hofft ja, dass quasi seine, dass dieser Teladi irgendwann mal die Welt der Teladi verändern wird im Laufe der Zeit, ne? Bloß er kann es halt nicht, weil er halt nun mal das Staatsoberhaupt ist. Und das würde man ihm ja krumm nehmen, wenn er dann auf einmal solche Sachen machen würde. Ja. Besagter kleiner Teladi nennt sich Nopileus. Gesundheit. Den vollen Namen kriege ich gerade nicht hin. Nopileus, keine Ahnung wie weiter. Ey, ich habe mal 15 FPS im Highway. Ich glaube, ich spinne. Ja. Stand das eigentlich im Buch, was du hier so erzählst? Oder hat man das irgendwie in X-Rebirth oder X3 mitbekommen? Teile davon kriegst du in den X-Teilen mit. Das meiste davon habe ich aber aus einem Buch, nicht aus diesem. Weil das habe ich ja offiziell noch gar nicht. Da habe ich ja nur die ersten drei Kapitel oder so. Ja, weil ein gewisser Mensch sagt, keine Zeit oder sowas. Es sich selbst nicht in den Arsch tritt, um es fertig zu machen. Erreiche Aerodrom. Bin mal gespannt, wann das Buch rauskommt. Bis jetzt ist es auf September festgesetzt, bei Amazon. Okay. Also nächstes Jahr September kommt es vielleicht raus. Ja, das ist schon. Es sollte eigentlich schon im Dezember kommen. Also. Du kannst ja einfach nach X-Rebirth Plutarch Rising bei Amazon suchen. Dann kannst du mal nachgucken. Mach ich gleich mal. Was da aktuell steht. Plutarch Rising. Du weißt noch, wie man die Plutarch schreibt? Ja. Dann ist ja schön. Wie viele Schiffe ich hier jetzt einfach nur wegtrete. Aber ganz ehrlich, ausweichen kann ich nicht, weil ich sie nicht sehe rechtzeitig. Schöne dran ist, es kostet sogar plus 12 Euro. Ja. Und was steht aktuell als Release-Termin drin? 15. September 2015. Sag ich doch, irgendwann September ist jetzt aktueller Termin. Bastion. Allgemein sind die Bücher gar nicht so teuer. Ja. Wenn du überlegst, wie groß die sind. Taschenbuch, sagt dir was? Mhm. Nicht ungefähr anderthalb mal so dick. Aber ansonsten ungefähr gleiche Größe. Nicht schlecht. Und übrigens für diejenigen, die sich für X-Rebirth interessiert, die Collectors Edition, weil ich das gerade sehe, kostet nur noch 30 Euro. Also, und wer meint, kann es auch bei Steam kaufen. Dann kriegt er halt nicht so schön wie ich hier die ganzen Sonderbeigaben, die es halt nur in gedruckter Form geben kann. Aber die Artworks kriegt man, glaube ich, dann als Bilder, die man auf der Festplatte liegen hat. Im Gegensatz zu mir kriegt man also auch ein anguckbares Making-of. Ne? Wie habe ich die Folge so schön genannt, wo wir das Thema hatten? Irgendwas mit Blu-ray, das weiß ich noch, aber... Ich habe die Folge ja extra nach diesem Thema benannt, dieses Problem mit dieser Collector's Edition bei mir. Hallo. Ja, wurde Zeit für einen Blu-ray-Brille vor allen Dingen, Player. Ja, den Player, also das Laufwerk habe ich ja. Und einen Player für einen Fernseher kaufe ich mir nicht. Ich habe keinen Fernseher, auf dem das ordentlich aussehen würde. Naja, okay, Moment, meine Bildschirme haben HDMI. Könnte ich also auch auf meinen normalen Bildschirm anschließen. Wohl aber eher an den zweiten, weil der ist der einzige, der noch HDMI frei hat.